Was geht ab, meine Damen und Herren? Wir schreiben das Jahr 2024 und ich bin voller Erstaunen, warum wir zocken hier Tekken 8. Und was ihr hier seht, ist der Abspann vom heiligen Tekken 8 Story-Modus, also vom Story-Modus des Tekken 8 Games. Warum sage ich das? Es gibt noch einen Charakter-Episoden-Modus. Da könnt ihr mit jedem Charakter in Tekken 8 6 Kämpfe bestreiten und habt dann eine kleine Story, die mal mehr oder mal weniger hanebüchen ist, aber im gewohnten Tekken Humor und erinnert natürlich an die alten Arcade-Zeiten, in denen man eigentlich normalerweise einfach nur mit jedem Charakter dann eben Arcade-mäßig 10 Kämpfe bestritten hat und dann am Ende mit einem Abspann belohnt wurde, charakterspezifisch und einer Freischaltung oftmals. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Lei Wulong müssen wir leider kaufen. Aber ich muss echt sagen, krass, Tekken 8 hat mich echt überrascht und deswegen zeige ich euch, was mich denn an Tekken gerade so erfreut und wir zocken einfach ein bisschen und währenddessen werdet ihr mit Sicherheit ja, mitbekommen, warum ich hier jetzt auch so hyped bin und mich sehr darüber freue, dass Namco so viel Liebe in Tekken 8 reingesteckt hat. Auch wenn ich so den einen oder anderen Kritikpunkt habe. So, das ist jetzt das Ende der Story gewesen. Ich habe euch extra jetzt nichts gespoilert und will euch da auch nichts vorwegnehmen. Ich kann euch nur sagen, ich muss gestehen, das ist mitunter einer der besten Story-Modes, die ich beim Beat'em Up jeweils gezockt habe. Mal abgesehen von Soul Calibur damals, das war, fand ich, eigentlich unübertroffen, weil da der Story-Modus ziemlich nice verwoben war. Aber ja, in Tekken ist das storymäßig richtig, richtig gut geworden. Sehr viel Action, sehr viel Abwechslung. Und wir sehen können 15 Kapitel. Hier seht ihr die unterschiedlichen Kapitel auch nochmal. War sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich hatte echt Spaß damit. Also sehr, sehr krass gemacht. Namco, besten Dank dafür. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Was haben wir denn hier? Die alten Veteranen werden es noch kennen. Tekken Ball ist am Startus. Und ja, bei Tekken Ball könnt ihr einfach mit dem Bällchen dann auf eure Gegner schießen. Ihr schlagt den Ball und der lädt sich dann mit der entsprechenden Kraft auf, prallt auf den Boden auf, dann ist das entsprechend Action. So, ich mache jetzt mal einfach einen super Geisterkampf, weil das ist ein Feature, was ich persönlich ziemlich geil finde. Beim Geisterkampf ist es so, das Spiel sammelt Daten von eurem Spielstil und die KI passt sich dementsprechend an und erschafft einen Geist. Und gegen diesen Geist könnt ihr battlen, das heißt, ihr battlet gegen euch selbst. Wie geil ist das? Und das Schöne ist, die AI lernt natürlich, weil wenn ihr jetzt gegen euren Geist kämpft, dann werdet ihr auch anfangen, gegen euch selbst zu verteidigen und damit wiederum Strategien gegen euch selbst verwenden, die wiederum anders sind als, ihr versteht schon, was ich meine. Das ist super geil. So, und wir sind jetzt hier auch direkt auch in diesem Open World, Anführungszeichen, Modus, wo wir hier rumrennen können. Wir können einfach NPCs herausfordern, das gibt es auch im Online-Modus. Im Online-Modus könnt ihr auch einfach rumrennen und trefft dann auf andere Spieler. Jetzt in dem Fall ist es hier ähnlich wie bei Street Fighter, aber auch wieder ein bisschen anders, da die Kämpfe im Vergleich zu Street Fighter dann doch auch direkt so stattfinden. Und wenn ihr jetzt mal anguckt, meine Lieblingskämpferin Asuka, die habe ich angepasst und schaut euch mal diese wunderbaren, geilen Designs an. Ich habe das so gefeiert, ich habe sie direkt angepasst, paar Matches gemacht, direkt angepasst und ich bin einfach nur glücklich. Das muss man auch Tekken 8 direkt auch vorab bescheinigen. Das hat auf jeden Fall 10 von 10 Grafik. Die Unreal Engine 5 zeigt sich auf jeden Fall von seiner besten Seite. Und man muss bedenken, Unreal Engine 5 ist jetzt gerade noch in den Kinderschuhen. Das bedeutet, das ist jetzt hier noch gerade noch so ziemlich jugendfreudiger Stand. Die Entwickler sind auch so fresh damit, glaube ich, unterwegs wie die älteren Versionen. Und wir werden da in Zukunft noch geilere Grafik sehen, aber ich bin hier auch jedes Mal geflasht, muss ich sagen. Die Grafik braucht noch, vor allem die Effekte sind echt übel. Und ja, Tekken macht einfach Laune. So wie immer, es ist auf jeden Fall auf der PS5, spielt es sich super flüssig. Überhaupt keine Frame-Einbrüche bisher und ja, optisch super, ja. Auf jeden Fall gut. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass der Story-Modus sich auch tatsächlich schwierigkeitstechnisch anpasst. Also man merkt schon, wenn man halt eben den richtigen Kampf hat, dann ist halt eben auch der Kampf entsprechend hart. Und nicht immer irgendwie auf derselben Stufe oder steigt dann irgendwie graduell, sondern es ist mal von Kampf zu Kampf verschieden halt.
Haben sie sehr gut gemacht. Also insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass Tekken 8 deutlich mit intelligenteren Elementen kämpft. Auch hier, als wir wieder sehen können, wir können wieder auf die Ebenen durchbrechen. Das Geile ist, wenn ihr eine Map aussieht, könnt ihr auch, seht ihr auch die Daten, ihr seht die Fläche der Map, ihr seht die Ebenen der Map, ob sie Ebenen hat. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Dann haben wir jetzt das Heat-System. Das Heat-System ist hier oben der blaue Balken. Bei Lore sieht man es gerade noch. Ich kann ihn gerade nicht nutzen, weil ich es schon einmal verwendet habe. Das könnt ihr einmal verwenden. Wenn ihr das benutzt, dann durchbrechen eure Angriffe den Block eher. Das heißt, es wird zumindest mehr Schaden genommen, oder es wird Schaden genommen, wenn ihr während dem Heat-System nochmal die Taste für Heat drückt. Standard ist R1. Dann führt jeder Charakter nochmal einen Heat-Special aus. Und ja, macht da auf jeden Fall dann auch nochmal eine nice Action. Das gucken wir uns aber mal im nächsten Kampf. Und ansonsten habt ihr dann nochmal super Special Action Shit. Natürlich, wenn ihr dann in einem ganz, ganz unteren Bereich eurer HP seid, dann könnt ihr natürlich nochmal den Super Saiyajin unleashen und dann gibt es natürlich auch Action. Aber das ist natürlich auch dann nur einmal zünden, hopp oder toppen. Und kann auch noch mal. Also haben sie sehr gut gemacht wieder, sehr gut umgesetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Juggler leider etwas einfacher sind, aber ist halt so, wenn man Tekken spielt, muss man damit klarkommen, dass das halt eben auch Juggle-Mechaniken hat. Ich muss sagen, ich spiele immer noch sehr, sehr traditionell, sehr oldschool. Also wundert euch nicht, wenn da draußen jetzt irgendwelche Tekken-Profis sind und sich jetzt eigentlich schon den Kopf zerbrechen, dass ich hier eigentlich relativ wenig juggle, aber ich spiele gerne oldschool. Ich bin mit Tekken 1 direkt groß geworden auch und hatte jedes Tekken. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich Tekken in der Arcade Station, an der Arcade Station gespielt hatte, war tatsächlich in einem Schwimmbad, in einem Schwimmpark. Ich dachte, hier ist Tekken. Ich hab gedacht, ich hab den. Also hab ich extra an den Spind gegangen, bin um Kohle zu holen, um einfach Tekken neben dem Wellenbeck zu zocken. Kein Spaß. War echt geil. Ja, Tekken hat so alte Traditionen, genauso wie Street Fighter. Nee, geht nicht. Genau, Jack macht Action. So. Zweit. Das, jetzt tun wir mal den Heat. So, das ist ein Heat-Angriff gewesen. Jetzt sehen wir auch, das ist jetzt bei dir weg. Genau, kann man noch einmal verwenden und dann ist es gut. Wundervoll. Also muss ich sagen, Tekken macht gut Laune. Und was wir jetzt mal machen, ist, wir gucken uns mal einfach ganz kurz die verschiedenen Charaktere an, damit ihr seht, welche Charaktere am Start sind. Und da kommt dann auch direkt gleich mein Kritikpunkt an Namco. Derselbe Kritikpunkt wie in Tekken 7. Dazu switchen wir ganz kurz hinaus ins Hauptmenü. Schön ist, wenn wir in diesem Avatar-Modus da unten unterwegs sind, in dem Open-World-Arcade-Quest-Modus, dann könnt ihr auch die Locations wechseln. Dort gibt es andere Philosophien und andere Bestandteile, die euch dann auch über Tekken 8 erklärt werden. Also das ist ziemlich gut verwoben. Und das Schöne ist, ihr könnt auch die meisten Tutorials eigentlich überspringen. Die fragen euch dann, seid ihr Veteran, seid ihr nicht Veteran? Ihr könnt das Tutorial machen, müsst ihr aber nicht machen. Also ihr werdet nicht gezwungen. Das finde ich sehr schön. Das Pacing gleich dann zu Anfang ist sehr, sehr gut. Man kann, jeder kann so von seinem Level her einfach einsteigen, wie er oder sie fit ist halt. So, wir gucken uns jetzt mal kurz die verschiedenen Chars an. Wer ist denn eigentlich im Vanilla Roaster von Tekken 8? So, da hätten wir Claudio und da sehen wir auch mal kurz die verschiedenen Ziele. Ist leider so, dass ich die Stile nicht einfach dann nochmal euch in der Vorschau zeigen kann. Außer ich spiele es aus. Deswegen seht es mir nach, aber hier sind dann die Standardstile. Dann haben wir Safina. Paul. Raven. Auch sehr geil. Jetzt nehmen wir ein paar nochmal so zwischendrin aus. Ihr seht den Rest. Victor. Ziemlich geiler Charakter, macht richtig Laune, ihn zu zocken. Ich habe den im Stories-Modus spielen müssen und auch Reyna, auch ziemlich nice. Will ich es vorwegnehmen, aber
wundervoller Stil und der Stil wird bekannt vorkommen. Gleichzeitig vermischt er sich mit modernen Elementen. Die ist auch ganz neu, nervt ein bisschen, weil ihre Geschichte ist einfach, sie ist irgendwie völlig Kaffee-verrückt, ist Kaffeebauerin oder Kaffee, ihr gehört eine Kaffeefabrik oder sowas. Und sie ist irgendwie völlig plemplem, sie macht mir ziemlich Angst. Hat sie eigentlich ein gruseliges Kostüm, ja, gut, Bikini. Genau, Shaheen ist dabei, Law ist dabei, hier auch ziemlich geil, Leroy, Wing Chun, super nice umgesetzt. Richtig geiler Charakter, ist gleich von Anfang an sympathisch und die Techniken Wing Chun mäßig halt Deluxe. Sie übertreiben ein bisschen mit dem Kettenfaustschlägen, aber gut, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Leo ist am Start, Baji Quan, wunderbar umgesetzt, ist, gehört auf jeden Fall dazu. Yoshimitsu, Feng, Warang, Ifla, der King, Brian und so weiter. Die üblichen Verdächtigen, hier haben wir auch noch Jun, die habe ich jetzt freigeschaltet mittlerweile. Oh, yes. Und, ja, die werde ich auf jeden Fall als nächstes anpassen und auch durchtesten, denn Jun ist eigentlich mein Main gewesen. Wurde dann irgendwann rausgeworfen, dafür gab es dann Asuka, habe ich Asuka übernommen, passt. Und das Geile ist, Jin hat jetzt irgendwie, da kann ich jetzt nicht spoilern, aber er hatte, sag ich mal, auch ein paar interessante Veränderungen. Genau, ansonsten Lee und Co., aber wer fehlt? Lei Wulong, das ist für mich mein Kritikpunkt tatsächlich, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich attackt habe. Wo ich sage, was ist denn, was ist euch los? Ihr könnt doch nicht Lei Wulong schon wieder einfach direkt rausnehmen und dann kommt in den fucking DLC oder was? Das letzte Mal war so, was hat Lei Wulong gekostet? 7 Euro, 8 Euro, keine Ahnung. Es ist eigentlich schon echt ein Problem, dass Lei Wulong was kostet. Packt irgendjemand anders raus, hättet ihn einen DLC gemacht. Gut, ist Bestandteil der Story. Trotzdem, hättet sie einen DLC gemacht oder was weiß ich, ihn einen DLC gemacht. Aber doch nicht Lei Wulong. Lei Wulong ist seit Tekken 1 mit am Start. Lei Wulong aus Tekken rauszunehmen und in einem DLC zu verpacken, ist so circa wie in Street Fighter Chun-Li rauszunehmen und sie dann als DLC zu verpacken. Oder Ken, oder Guile, oder Zangief, Ryu. Ihr wisst, was ich meine. Ich denke, ich stick mir zu. Ich hoffe, Namco hat irgendwann mal ein Herzen, hört auf mit dem Scheiß. Lei Wulong gehört definitiv in der Vanilla-Version. Merkt euch das. Ansonsten dickste Props an Namco. Denn das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Liebe, was ich hier in Tekken 8 spüre. Und ich kann gar nicht aufhören zu zocken. Deswegen, ja, ist diese Episode jetzt zu Ende. Ich hoffe, ich habe es euch schmackhaft gemacht. Checkt es einfach aus, ihr werdet es nicht bereuen. Vor allem nicht, wenn ihr Tekken-Fans seid. Dann seid ihr auf jeden Fall damit gut bedient. Bis zum nächsten Mal. Konnichiwa.